Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Planet Centauri. Ich habe ja eine kurze Pause gemacht, es tut mir leid, also es geht halt einfach meistens nicht. Ah, das ist mein Hund jetzt. Weil ich extrem oft Livestreame und sonstige Sachen mache und es tut mir einfach leid, dass es einfach momentan nicht so oft weitergeht. Ich mache natürlich jetzt wieder mehr, aber ja, auch immer noch nicht genug viel, weil einfach die Zeit momentan nicht da ist und ich krank bin und sonstige Sachen habe. Ja, einfach tut mir leid, gell? Wir machen jetzt weiter. Quest complete. Aha. Aber ich muss nochmal da drauf drücken. Ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich gemacht habe. Alchemie. Baue einen Alchemietisch. Stell einen kleinen Heilungstrank her. Du denkst vielleicht, dass die Blumen in dieser Welt nur dekorative Elemente sind, aber sie sind es nicht. Manche Blumen haben eine beachtliche Kraft, die durch die Kunst der Alchemie genutzt werden kann. Eine einzelne leere Ampole und ein paar Blumen werden ausreichen, um mehr Tränke mit verschiedenen Effekten zu brauen. Baue einen Alchemietisch, indem du den fortgeschrittenen Handwerkstisch benutzt. Du wirst dafür 5 Stahlbahnen benötigen, eine leere Ampole benötigt Glas. Erstelle Glas und Sand in einem Ofen. Stahl und Sand. Dankeschön. Es ist wirklich super, dass wir jetzt wieder mal etwas holen müssen. Oh, ich liebe das Holen. Ein Transformation Table. Gallery. Das können wir noch nicht anschauen. Ja, aber ich möchte gerne Alchemie. Na, wo ist er? Ich habe doch E gedrückt, also eigentlich muss er ja irgendwo hier sein. Da? Nein. Ah, wo ist der Alchemie-Table? Ja genau, Middle Age. Sword Decoration. Ja, leider ist es immer noch ein bisschen zu laut eventuell. Ah, da. Mystic Wood. Wie bekomme ich Mystic Wood? Muss ich in ein anderes Biom gehen, hä? Also tue ich mich noch ein bisschen besser ausrüsten. Rookie Sword, Forged Sword. Bronze Sword. Was habe ich denn? Forged Sword. So. Rüste ich noch ein bisschen besser aus. Gut, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo der Ding ist. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Da ist die Armor. Die Armor wollte ich und ich wusste nicht, wie ich es nennen soll. Also, jetzt gehen wir mal weiter. Die sind noch... Darum gibt es auch so viele Monster hier, Monsterblumen hier, wegen der Alchemie. Also gehen wir einfach mal nach unten, hä? Also was haben wir hier? Haben wir irgendwo Eisen? Das sind Pilze. Okay, jetzt sollen wir hier mal noch aufmachen. Hallo? Nehmen wir die Sachen hier mit. Und lassen uns hier fallen. Hä? Noch einen Pilz nehmen wir mit. Ja. Also runterfahren will ich eigentlich nicht. Aha, danke schön. Es geht so einfach, hier runter zu bauen.
Aber wie bekommen wir dieses Loot? Ah ja, steht das irgendwie in der Quest drin? Das ist Eisen, ja. Also machen wir Stahlbahn dann. Wahrscheinlich ein Ding. Kupfer. So, also die Quest bauen archimitisch. Ich habe kein Mystikwood. Was ist das? Eine Truhe. Einfach. Ach, der bestimmte Truhe oder so. Was ist denn das? Haha, gestorben. Was? Lean Port? Was ist denn das? Fragen über Fragen, ne? Ja, mir ist in den Sinn gekommen, dass ich früher schon mal ein paar Videos gemacht habe. Das habe ich damals nicht die Steam-Version gehabt. Also es kam mal außerhalb von Steam raus. Und habe ich mal gespielt und es war... Ja, ich habe alles wieder vergessen sozusagen. So viele Spiele spiele ich. Ich spiele ungefähr 100 Spiele pro Jahr. Das ist Wahnsinn. Ich komme einfach nicht vorwärts. Also ich vergesse die meisten Sachen wieder, wenn sie ja nicht so für mein Gedächtnis nützlich sind bei Games. Dass ich so schnell alles vergessen habe wieder hier. Also ziemlich alles natürlich. Aber wenn ihr Spiele spielt, die ganz gleich wie tut Terraria sind oder so, ja, dann fühlst du dich nicht so gewollt, alles zu merken, oder? Ist ja auch irgendwie schon ein Jahr oder zwei Jahre her. Also recht viel. Ja, aber wir sind eigentlich schon recht weit, ja? Schleim. Aber ich habe relativ viel Leben. Hä? Ich habe jetzt extra noch keine Heiltränke Nahrung gegessen. Also ich habe, glaube ich, Nahrung. Ja, genau, das wollte ich machen. Hab ganz knapp. Ja, die machen auch keinen Schaden jetzt noch. Bis ich dann zu einem Dungeon komme. Geht nicht in Dungeon rein am Anfang. Das weiß ich noch, dass es Dungeon gibt's. Aber was für Dungeon weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube so ein Gegner, der Feuerbälle schießt und so. Also ja, das Spiel ist halt jetzt noch nicht ganz so balanciert, also man kann halt einfach alles mitnehmen und so weiter. Und fertig. Mehr kann ich jetzt gerade nicht dazu sagen. Also wie findet ihr eigentlich das Game schon mal? Also ja, wenn ihr das Game natürlich spielt, wie findet ihr es, wenn ihr es gespielt habt oder einfach kennt, oder? Oder wenn ihr einfach meine Videos schaut, wie findet ihr es bis jetzt einfach, so was ich auch gezeigt habe, in den drei Parts oder wie viel es jetzt sind. Auf jeden Fall, ja, ist es bei mir halt nicht so interessant. Hab ich so das Gefühl, man kann auch viel sammeln, das ist doch toll. Aber mehr auch nicht. Leider. Sie müssen da viel mehr noch machen. Aber das sind Indie-Entwickler, die ganz winzig sind. Die können halt nicht mehr machen. Ich bin ja sowieso einer, der sehr gerne Spiele spielt, die ganz fertig sind. Immer nur das halbe, habe ich nicht so viel Bock. Gehen wir mal da drüber, hä?
Okay, gehen wir runter. Wenn hier schon wieder Cobblestone ist. Ist nicht so gut. Also müssen wir nichts lagern. Habe ich das richtig verstanden? Wahrscheinlich schon. Ah. Hallo. Bau doch besser ab, bitte. So. Jetzt haben wir noch Kohle. So, können wir links gehen, hä? Ah, hier ist auch noch Cobblestone. Gehen wir auch durchs Cobblestone. So. Und weiter. Also ich nehme jetzt mir gerade Zeit, um sehr viele Videos aufzunehmen und dann lade ich sie hoch, wenn ich Zeit habe zum Hochladen. Wahrscheinlich während dem Schlafen, weil so viel Zeit habe ich wegen dem Livestream auch nicht. Und ich tue ja Let's Play im Livestream, also dürft ihr da gerne auch mitschauen. Let's Plays mitschauen, oder? Und das ist auch interaktiv, da könnt ihr mir jederzeit Sachen sagen. So ist es mit zwei Monitoren, geht das viel einfach. Oder? Dann kann ich da viel besser euch anschauen, also sehen, was ihr schreibt. Also alles auf einem Bildschirm zu haben. Da ist er. Da ist einer der Dungeons mit Fallen, wie ihr seht. Ja. Und da müssen wir ganz gute Rüstung haben, scheinbar. Ja, jetzt habe ich Schaden bekommen. 3000. Ich habe 91. Wieso bekomme ich so wenig? Also wir müssen natürlich zuerst den Eingang finden, das ist klar. Oh, das ist gut hier, hä? Was ist das eigentlich? Nichts. Also manche sind nur Dekoration, habe ich so das Gefühl. Hier unten ist der Anfang. Was ist der Kristall hier? Hm, keine Ahnung. Wie immer ist alles blind, außer eben vor einem, ja, vor einem Jahr oder irgendwas so. Mehr als einem Jahr schon. Ist mal ein bisschen angezockt für euch. Und wenn es nicht so war, dann war es halt auch nicht so. Aber ich habe es auf jeden Fall mal gezockt. Ich glaube, vielleicht kann es auch sein, dass ich gar keine Videos machen wollte. So. Ja, hier können wir natürlich wieder nicht weiter. Wir suchen einfach mal den Eingang und gehen hier wieder zurück. Sonst kann ich ja nicht viel machen. Hier unten. Ich kann irgendwie gar nicht zurück, oder? Habe ich irgendwie eine Zurückportmasche? Eine Zurückportmasche. Ah. Was bist du für ein... Du bist scheinbar ein großer, also ein starker gewesen. Hm? Ein Boss. Ich weiß nicht, was das heißt. Also, ich sehe es ja Front und Back, aber was das genau will. Und jetzt, wo hast du da vorne? Du cheatest einfach, du blödes Spiel. Cheatest es nach vorne. Ah, die Fallen, die legen mich jetzt schon auf. Natürlich machen sie nicht so viel Schaden, aber... Ja, ihr wisst ja, man relativ schnell in Fallen
Dauer getroffen wird und so weiter. Ah, das macht Aua. Ah ja, gibt es doch die Bossmusik, die nicht aufhört, genau. Dann ständig klingt. Gehen wir lieber nicht. In den tiefsten Punkt. Gehe ich sogar nach oben, hä? Also die Musik ist ja cool hier unten, aber es ist nur eine Musik. Kann das Säbel natürlich mal mitnehmen. Oh. Blue Chantel Rare. Oh, das französische Zeugs. Was ist das? Ein Pilz? Ein Pilz, der in der Erde gewachsen ist. Jelly Mushroom. Das ist kein Sand, oder? Das ist der, das ist Sand. Manchmal gehen die einfach zu lange. Hä? So, jetzt habe ich es geschafft. Ein Skal kann ich mitnehmen. Natürlich nicht. Aber den Kristall muss ich mitnehmen. Das wird Magie, glaube ich. Ja, eher fürs Verzeihen, glaube ich. Oder beides. Diamant sogar! Bravo! Diamanten in Minecraft. Oh. Sind wahrscheinlich im nächsten Spiel sogar ein bisschen seltener. Ne? Keine Ahnung. Aber das Spiel wurde doch eigentlich recht gut weiterentwickelt, seitdem ich das gespielt habe. Ich muss es nur sehen. Und ich werde getroffen und vergiftet. Aha. Gut, danke schön, liebes Kampfsystem. Dass du so schnell so schlecht hüpfst. Ja, und ich bekomme so viel Schaden. Nur durch Vergiftung. Ja, genau. Was pissest du einfach weg? Piss dich nicht weg. Ah, ich lasse es an. Ich höre auf mit meiner Silber. Goldor. Oder Schwefel oder so. Ach Gottchen. Goldor. Ich will nach oben. Goldor. Ja, Eisen brauche ich eigentlich auch noch ein bisschen. Aber so ist Goldor so klein gepunktet. Das frage ich mich einfach mal ein bisschen. Ja, da haben wir genug. Was ist das für eine? Ich sterbe. Ich kann doch nichts dafür! Was ist denn das da gewesen? Der hüpft die ganze Zeit herum und tötet mich einfach. Damit. Nur mit dem Hüpfen. Also scheinbar habe ich die Teile verloren. Jetzt können wir mal eine Kiste aufmachen. Hä? Ich denke, ich mache die schon. Ich mache die unten auf. Bekomme ich bessere Sachen über. Ich möchte mal den... Korn haben wir doch, oder?
Tree Seeds. Pumpkin. Ah, ein Pumpkin mach ich mal. Also ich sehe nichts. Radieschen natürlich. Ich schaue mir die Radieschen von unten an. Also sind jetzt die Dinge nicht gepflanzt. Ich warte einfach mal. Ich verstehe manchmal das nicht. Das Spiel wurde zu wenig feedbackig gemacht. Scheinbar. Ja, dann tun wir mal braten. Hä? Stahlbahn. So, wir machen alles hier mal rein. Einfach reinmachen. So, und jetzt müssen wir nochmal einfach weiter craften. Glas, eben Sand brauchen wir noch. Und ich möchte gerne Was ist eine Chicken Armor und Chicken per Hit? Was ist das? Das wird nicht angezeigt. Ja, ein paar Sachen kann ich ja hier lassen, aber das ist der Verzauberungstisch, oder? Da oben. Also wir gehen jetzt einfach mal weiter. In diese Richtung. Ständig in diese Richtung. Endlich mal. Endlich mal ein Ding drüber bauen. So. Green Flower, okay. Das wird die große Blume, die mag ich irgendwie. Ah, Hühner, geht einfach weg. Einfach weggehen. Also, hier haben wir eine Wüste. Dann machen wir einfach mal hier ein bisschen Sand weg. So. Und hier drüben irgendwo noch. Hühner, geht doch einfach weg. Das ist ein großer. Aha. Genau, die werden natürlich sofort angreifen. Scheiße. Was? Meat? Ständig dieses Meat, ey. 150. Ich dachte, ich wusste, ich werde das. Weder. Scheiße, schon wieder vergiftet. Ich bekomme zu viel Schaden, ich kann mich ja noch nicht heilen. Das ist vergiftet. Scheiße. Das sind zu starke Monster hier. Ja, ich habe ihn besiegt. Chippet Tobos, das ist jetzt ein Boss, der wird mich töten.
Außer ich habe irgendwas mit Leben. Oh, scheinbar nichts. Überhaupt nichts mit Leben. Ja, der Wurm kann uns noch töten, hä? Wir haben keine Lebensregeneration, wir haben gar nichts. Fehlen mir halt noch mal ein paar. Ich habe schon vier. Ich habe schon fast 500, okay. Boah, jetzt tötet er mich. Also der nächste Gegner tötet mich. Ach, ist das nervig, wenn hier nichts kommt. Wir haben so runter, dass wir, wenn wir nochmal hier runter wollen, einfach nicht sterben. Wegen dem Fallschaden. Und einfach viel Schaden bekommen natürlich. So. Also dann treten wir uns nochmal kurz und gehen nochmal zurück. Und suchen mal in die andere Richtung, weil hier ist ja nur Wüste. Aber nächstes Mal können wir ja Glas herstellen oder so. Das jetzt kommt einer, töt mich bitte. Töt mich bitte. Jetzt habe ich ihn getötet. Oh Gott. Es kommen natürlich keine Bossmonster. Keine verstärkten Monster, nix. Okay, sehr toll, hä? Also hier ist alles Rock. Okay, gut. Wasser platzieren. Ich bin immer noch der Zombie, der einen ankotzt. Okay, ich töte mich selber. Ah, damit will ich ja die Kiste noch aufmachen. Ja. Hier heißt nur eine 350er. Oh. Das ist das Mystic Wood, das wir brauchen. So. Okay, mache ich es erst zu. Aber immerhin haben wir Früchte jetzt endlich mal. Haben wir ein bisschen mehr Leben bekommen. Wahrscheinlich nur ganz wenig, aber... Aber wahrscheinlich, ich habe 150 gehabt und jetzt habe ich 165. Okay. Ach komm, ich hau einfach ab. Eine Truhe öffnen irgendwo, bitte. Irgendwo muss noch eine Truhe sein, die ein bisschen stärker, also mehr braucht. Komm bitte. Ich brauche eine. Eine Truhe. Und große. Ach komm bitte. Mann. Es ist mir schon ein bisschen langweilig, deshalb nehme ich auch nicht so viel auf, aber... Ja, das Spiel hat so einfach seine Besonderheiten. Ich bin einer, der schaut nicht im Wikipedia nach, er schaut nicht in Tipps nach. Er spielt die Spiele einfach und deshalb ist es manchmal ein bisschen... Geht es manchmal sehr lange, bis ich ein bisschen weiterkomme oder so weiter. Aber, das ist ja auch das Tolle, oder? Man wird dann nie gespoilert. Man hat eine einfach alle Welt der Zeit der Welt. Und so weiter. Okay, ich habe 29, also
will nicht mehr aus 30 haben, deshalb. Tja. Ich will mich eigentlich töten, aber ja, ich logge mich jetzt einfach so aus. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.